Und damit hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Wir sind immer noch mit der Sortieranlage beschäftigt, aber wir nähern uns endlich dem Ende. Heute ist der Plan, die Betonplatten zu machen. Das heißt, wir fahren mit dem Ank, den ich heute nehmen möchte, hier hoch, holen Zement, fahren wieder hier übers Lager zurück zum Betonwerk, machen zwei Betonplatten, nehmen die mit, fahren wieder übers Lager, also über die Werkstatt zurück und bringen die hier runter zur ESRT-Anlage. Genau. Das ist der Plan. Klingt simpel. Der Kopf wird auch simpel. Und wir fahren heute wieder mit Anhänger und nicht mit Auflieger. Wir nehmen mal den. Das sieht ganz cute aus. Ganz süß. So. Die Vorteile am Ank ist natürlich klar. Wir haben Allrad-Differentialsperre. Nachteil. Der Tank ist ein bisschen klein. Aber ich hoffe jetzt mal, dass er trotzdem für die Tour reicht. Hey. Er kämpft doch hier schon mit dem Anhänger. Ja, wird interessant. Wird interessant. Ja, ich dachte eigentlich, dass wir hier noch nicht so langsam werden. Aber ist okay. Solange er mit dem Sprit hinkommt. Ist alle gut. Dementsprechend suchen wir jetzt mal wieder aufs Gras zu fahren. Um irgendwo ein bisschen mehr Tempo rauszukriegen und ein bisschen festeren Untergrund halt. Ja, ich glaube, den haben wir jetzt hier einigermaßen. Yep. Das geht auf jeden Fall schon mal ein dicken schneller wieder voran. Gut, auf dem Rückweg haben wir die Probleme ja nicht. Kommen wir über dem Holz. Ja, das Holzfahrt umkippt, Gott sei Dank. Wie er sich hier durchmüht. Oh. Da war eine Tonne unter uns. Kommt die Metalltonne her. Jetzt erzähl mir doch nicht, dass ich die ganze Zeit mitgeschleppt habe. Na gut, sie ist halt da. So. Da ist das Morastloch, da vorne ist unser Ladepunkt. Und da wollen wir dann auch gleich irgendwann ankommen. Also, ich bin ja irgendwie ehrlich. Ja.
Der Ang tut sich hier ein bisschen schwerer. So ordentlich schwerer. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass er doch so weit hinter dem Worongrad und hinter dem Tiger hinterher ist. Eigentlich habe ich ihn immer nur wenig benutzt, weil er halt einen recht kleinen Tank hat. Krass. So, wir fahren hier wieder außen rum rein, damit wir den Anhänger nicht großartig winden müssen. Aber wie gesagt, das überrascht mich jetzt echt. Dass er hier so. Also ich meine, er kommt ja voran. Aber halt wirklich beißen, würde ich jetzt mal sagen. Gott. Wir sind aber angekommen. Alt anderes unwichtig. 1, 2, 3, 4. Einfach mal Zement mitnehmen und dann fahren wir direkt weiter. Zwischenstopp Nummer 1 haben wir abgehakt. Auf geht's zu Stopp Nummer 2, dem Betonwerk. Reifen drehen auch ganz schön durch. Interessant, interessant. Ja. Wir sind hingekommen, wir werden jetzt auch zurückkommen. Hoffe ich. Und dann schaffen wir womöglich auch bis zu unserem Ziel noch. Oder auch nicht. Ach du Kacke. Komm schon. Zieh, Junge. Wir sinken auch über die Maßen ein. Ne? Ich meine, gut, wir fahren wieder mit dem Anhänger, ja. Der ja auch, ich glaube, doppelt bereift ist. Und uns bremst, aber weiß ich nicht, fehlt der Motorpower? Könnte vielleicht sein, dass wir einfach ein bisschen mehr Power bräuchten für den Anhänger. Aber okay. Jetzt wollen wir hier nicht rumwickeln. Wir müssen jetzt Zähne zusammenbeißen. Also Ank, Zähne zusammenbeißen und durchziehen. Zieh durch. Bringt irgendwie gar nichts, wenn ich hier den höheren Lastengang schalte. Ich wechsle mal die Straßenseite. Mal doch einfach wirklich null Grip hier. Also Grip haben wir schon, sonst würden wir nicht vorankommen. Aber was ich meinte, ist halt Festigkeit auf dem Untergrund gerade. Wir sinken hier so dermaßen ein. Uiuiui.
So, es ist wieder Zeit, die Seite zu wechseln. Komm auf die gute Seite der Macht. Okay. Ah, ich bin mal gespannt, wie er sich nachher auf dem Weg runter zur RZT-Anlage schlägt. Ob wir da auch so Schwierigkeiten haben. Dann könnte das nämlich durchaus ein Problem werden mit dem Tank. Beim Ank. Aha, Wortwitz. So, kriegen wir jetzt hier ein bisschen Tempo drauf. Naja, nicht wirklich viel, ne? Immer wieder runterschalten. Ja, also wir haben in letzter Zeit hier deutlich bessere Trucks gefahren, die mit der Situation hier klarer umgehen konnten. Aber na gut. Wie gesagt, wir wollen hier nicht rumholen. Auf zur Brücke. Nee. Ja, jemand mit der Winde ein bisschen nachhelfen und dann müssen wir gleich zwischentanken. Da müssen wir auf jeden Fall zwischentanken. So, wir haben zumindest vorne schon mal befestigten Untergrund. Und jetzt der Anhänger auch aus dem Schwarups raus. Hey, auf der Straße geht's halt wieder, ne? Das ist schon hart interessant. So, abbiegen in die Werkstatt. Und wir machen das heute auch mal dann komplett anders, da wir wahrscheinlich zweimal tanken müssen. Was ist denn Dolly Pivot Lock? Ja. Man weiß es nicht. Was wollte ich jetzt eigentlich tun? Da abstellen. Nee, ach Gott. Anhänger lösen, so. Und der tanken, so. Hobbly hopp. Wir drehen auch gleich einmal. Aber ich ziehe diesmal den Anhänger mit. Und heißt, zieh den ein Stück nach vorne an die Straße ran. Damit wir nachher, wenn wir vom Betonwerk gleich zurück sind, die ganze Bude nochmal voll machen können. Dann hoffentlich mit dem Sprit bis nach unten kommen. Da ich gerade akut meine Zweifel dran. Aber ziehen wir durch.
So. Anhänger ankoppeln. So, wir machen mal die Warnleuchten aus. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das hier ist. Ist da die Funktion. Gut, wie gesagt, jetzt geht's weiter zum Betonwerk. Das sollte jetzt ja eigentlich auch ohne größere Zwischenfälle funktionieren, da ja alles befestigte Straße ist. Dort stellen wir uns dann unsere beiden Betonplatten her. Dann laden wir die auf und fahren wieder weg. Einfach wieder wegfahren. Tschüss, tschüss. So, aber wie gesagt, der Teil der Strecke ist jetzt halt wirklich kein Problem. Denn alles befestigter Weg. So. Dann wollen wir hier auch ordentlich die Bude gewendet kriegen. Lagerhaus öffnen. Nee, ich will ja... Ah, so. Erstmal abladen. So. Und dann wollen wir Betonplatten bauen. Und zwar zwei Stück. Eins. Und zwei. Und dann... wollen wir die auch verladen. Eins. Zwei. Geil, ne? Das hat funktioniert. Und jetzt kommt wahrscheinlich der lustige Part. Und zwar da wieder runterballern. Wir behalten unseren Spritstand im Auge. Nachdem wir gleich nochmal vollgetankt haben, ist ja klar. Ich habe das Gefühl, es wird nicht reichen. Ich hoffe schon. Mal gucken. Mittlerweile spielt die Sonne ja auch wieder mit. Easy. So, Midor. Da kommen wir gleich im Lager an. Wenn wir im Lager sind, können wir gleich nochmal nachtanken. Nachtanken wollte ich hier sowieso ein Foto machen heute. Wir machen heute mal direkt hier vor unserer Werkstatt natürlich, nicht vor unserem Lager. Aber so wie das hier aussieht, ist das ja auch ein Lager. Zack! Geil. So. Okay, auf geht's. Auf geht's. Stunde der Wahrheit. Behaltet die Tankanzeige unten im Auge, unten links. Und dann schauen wir mal, ob das was wird. Das ist quasi jetzt ein Rennen gegen unseren Tank. Und gegen die
durchaus geringe Leistung, die der Ankh hier mit Anhänger so zustande bringt. Wir sehen es jetzt hier schon wieder. Das ist halt heftig. Also wenn der Ankh da nicht mitspielt gleich, sprich wir mit unserem Sprit nicht vorankommen, dann muss ich halt noch eine Abschleppkarre holen und ihn entweder nach mir nachtanken oder halt bis zum Ziel schleppen. Das würde ich schon gerne vermeiden. Ich hätte ja auch jetzt noch mal die Zugmaschine auswechseln können, aber nö. Ich hab gesagt, ich will heute Ankh fahren, also fahren wir heute Ankh. Also da bin ich ja auch stur, ne? Manchmal muss man einfach mit dem Kopf durch die Wand. Ach, wir haben jetzt schon über 25 Liter verbraucht. Oh Gott! Fahren wir hier oben durch den Wald und hoffen, dass wir dabei nicht umkippen. Ja, genau. Als ob das hier so. Ach, nö. Als ob das so dermaßen matschig ist. Oh, nicht zu sehr ziehen hier. Ah, ich brauch. Ja. Genau, jetzt gibt er ihn mir wieder. Und wir hängen. Da müssen wir ihn erstmal kurz ein Stück rumziehen. War vielleicht doch keine so gute Idee, durch den Wald hier zu ballern. Und wie rutschen wir auch vorne mit der Karre einfach immer weiter runter? Kann das sein? Wird, glaube ich, nicht ganz aufgehen. Aber da kann mir doch einer erzählen, was er will. Irgendwas soll ich nicht richtig. Dass wir mit dem Untergrund so Probleme haben.
Ach nee. Okay, meine Damen und Herren, Abbruch. Wir fahren halt nicht mit dem Angst zu Ende. Das wird hier nichts. Verklager. Zeiger. Here we go. Keine Ahnung. Der mag uns heute nicht. Der will nicht. Gut, wie gesagt, wir hätten da oben nicht unbedingt durchfahren müssen, aber unten durch Morast wäre, glaube ich, auch nicht guter gewesen. Ich hätte da auf mehr Grip gehofft. Dass wir den Anhänger jetzt so verkeilen, ja, ist doof. Aber ist ja jetzt auch nur die Spitze des Eisberges im Endeffekt gewesen. Mal gucken, dass wir mit dem Tiger jetzt den Anhänger da irgendwie ein bisschen rausgefriemelt kriegen. Und dann ziehen wir den Anhänger einfach hinter uns her und winden den Anker hinten ran. Das ist zumindest so der Plan. Beziehungsweise wir stellen das Gespann einfach wieder her mit Anker und Anhänger und ziehen dann beides hinter uns her. So, mal gucken, ob da was wird. Winde. Nee, wir wollen schon vorne. Und dann machen wir jetzt hier einmal rückwärts. Möglichst ohne, dass die ganze Chose umkippt. Zack, das sollte reichen. Dann holen wir uns den Ank. Ja. Was? Und das jetzt? Brauchen mal die Winde, damit wir die Deichsel wieder zu uns kriegen. Und dann fahren wir jetzt hier erstmal ein Stück mit unserem Anhänger. Eieiei. Der sich auch so sagt, nö. Ankoppeln. Gut, Motor abstellen. Tiger. Ja. Ja, gespannt, ob wir jetzt auch so richtig krasse Probleme haben, wenn wir mit dem Tiger hier anwünschen, aber eigentlich hat der Tiger ja deutlich genug Power. Und here we go. Gasgang rein. So, der Vorteil ist jetzt natürlich, beide Fahrzeuge haben jetzt permanent Allrad, permanent Differentialsperre.
Wir ziehen das Ganze mal auch ein Stück näher an uns ran. Damit er halt nicht so richtig ausholt, wenn wir in die Kurven gehen. Gut, dadurch, dass wir jetzt hier hängen geblieben sind und jetzt doch den Tiger zur Hilfe gerufen haben, ist die Folge jetzt halt natürlich entsprechend länger heute. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte nicht damit gerechnet vorher, dass wir so Probleme kriegen. Ich bin mir auch, wie gesagt, nicht ganz so sicher, woran es jetzt liegt bei Mank. Ob es generell an dem Anhänger vielleicht liegt. Wie gesagt, ist ja auch ein Mod-Anhänger. Ich weiß nicht, ob der jetzt die schlechteste Werte hat, weil so krass habe ich den Anker gar nicht in Erinnerung. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wann wir ihn das letzte Mal gefahren sind. Ne, das ist unter Umständen auch schon ein bisschen her. Gut, Hochgang brauchen wir hier gar nicht ansetzen. Ich meine, wenn wir uns die Reifen angucken, er hat schon eine relativ ähnliche Reifengröße. Na gut, vielleicht liegt es halt wirklich am Motor einfach. In den Gewässerquerungen müssen wir halt sowieso aufpassen. Wir haben halt keine Winde mehr zur Hilfe. Das heißt, wenn, dann müssten wir mal abwinden nach hinten, uns selber ein Stück ziehen, dann hinten wieder nachziehen etc. pp. Aber eigentlich sollten wir auch so durch die ganze Geschichte hier durchkommen. Apropos, steht diese Pivot-Dings hier auch drin? Nee. Okay, dann hat er was mit dem Ank zu tun. Dann muss ich mir das nochmal angucken, was diese Dolly Pivot Dings ist. Vielleicht könnt ihr mir das sonst in die Kommentare schreiben, falls ihr jemand weiß. Ich weiß es gerade nämlich nicht. So, See Nummer 2. Wir schalten auch hier wieder runter in mittleren Lastgang. Sieht jetzt natürlich auch wieder ein bisschen nervig aus, dass wir jetzt hier mit zwei Zugmaschinen fahren. Also eigentlich fahren wir nur eine, die andere wird gezogen. Aber trotzdem, ein bisschen verrückt. Der Vorteil jetzt ist natürlich, dass ich für einen Rückweg dann auch nicht zwingend auf den Anker angewiesen bin, um den Anhänger zurückzubringen. Sondern ich kann den Ank einfach resetten und dann den Anhänger so zur Werkstatt fahren. Aber gut, wir haben ihn nicht für die Metal Worlds Geschichte genommen. Das wäre uns, glaube ich, echt um die Ohren geflogen. Er wäre uns einfach volle Bude um die Ohren geflogen.
Aber wir nähern uns unserem Ziel. Da vorne sehen wir schon das Rechteck leuchten. Schalten hier nochmal runter. Und dann schalten wir wieder hoch. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwann den Teil befestigte Straße abbekommen. Aber okay. Spiel. Aha. Ich dachte schon, es wollte nicht mehr. So. Winde lösen, Motor abstellen, Truck wechseln. Wir haben auf jeden Fall noch Sprit drin. Frachtverwaltung. Weiter geht's mit den Betonplatten. Die haben wir jetzt auch fertig. Die haben wir jetzt deutlich auch fertig. Für den Leck jetzt zum Schluss, da möchte ich mich entschuldigen. Wie gesagt, das ist immer diese Dämmerungsphase. Ich weiß nicht warum. Gut. Das war dann aber Gott sei Dank auch für heute. Ein bisschen anstrengender als gedacht. Ich denke, so schnell werde ich, zumindest wenn wir mit Anhänger fahren müssen, nicht wieder zum Angreifen. Naja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu den Metal Worlds. Also wahrscheinlich zieht sich das ja dann auch über mindestens 2 Folgen. Aber das werden wir dann sehen. Habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund, haut da rein. Bis dann. Tschüss.